Hallo Fans und Freunde der Vienna und welcome on the road to the RLO. Ja, die Rückrunde, die hat wieder begonnen und ein sehr schönes Spiel. Also mir hat sehr, sehr gut gefallen, das Match gegen den FAFAC, 3:0 gewonnen. Großes Kompliment an die Mannschaft, an die Kampfmannschaft, aber auch die U23, 8:0, sehr schön. Also wirklich, da fühle ich mich wieder sicher, nämlich ja, Richtung oben. Und die Fans, über 750 Fans auf der hohen Warte, also gutes Gefühl, so kann die Saison starten, auch bei ja, eher Kühltemperaturen, aber es wird wärmer, es wird besser, es wird sonniger und wir werden aufsteigen und davon bin ich ganz fest überzeugt und wir werden unsere Mannschaft gut unterstützen. Ja, die Mannschaft, fand ich, hat eine gute Stimmung verbreitet, Trainer mit Bart, passt ihm gut, 2 Daumen nach oben, also weiter so, weiter so, weiter so. Denn nächsten Samstag, kommenden Samstag, da kommt ein ja, nicht so unspannendes Match und vor allem ein sehr, sehr wichtiges Match für unsere Vienna, nämlich gegen Elektra. Und da sollten wir volle Unterstützung geben, unserer Kampfmannschaft, unserer Vienna. Danke, meine Lieben, für das wirklich tolle Feedback des letzten Fangesprächs mit dem Andreas und mit dem Martin Klein. Sehr viele Aufrufe, das heißt, dieses Format gefällt euch. Dann wird es davon auch wieder mehr geben. Fangespräche mit euch. Ich möchte eure Meinung wissen. Ich möchte eure Fangeschichte kennen, die euch mit dem First Vienna Football Club verbindet. Denn ja, dieses Jahr, das ist ein denkwürdiges Jahr. Endlich wieder raus aus der vierten Liga am Weg in die Regionalliga Ost zurück. Und da kommen natürlich viele tolle Termine auf uns zu. Ein sehr wichtiger Termin und für jeden Vienna-Fan, ein Fan des ältesten Fußballvereins Österreichs, Pflicht. Und zwar 1. Juni auf der Hohen Warte. Denn da kommt niemand geringer als der älteste Fußballverein der Welt, Sheffield FC. Danke an alle, die da mitgeholfen haben, dass dieser Termin zustande kommt. Und natürlich danke an The Club of Pioneers, der Club der ältesten Fußballvereine jeden Landes und natürlich, unser First Vienna Football Club, der ist jetzt auch in diesem Club of Pioneers. Und ja, das zelebrieren wir am 1. Juni auf der Hohen Warte, einen Tag vor dem freundschaftlichen Ländermatch zwischen England und Österreich. Aber auch die anderen Termine, meine Lieben, im Frühjahr, die solltet ihr euch ganz, ganz groß im Kalender anstreichen. Und zwar 26. April, das ist ein Sonntag und da spielt unsere Frauenkampfmannschaft gegen LOV Graz in Graz. Und es gibt eine Fanfahrt, organisiert vom Roli, das heißt, ihr bekommt dort die Tickets. Bitte kommt recht zahlreich, dass der Bus voll wird. Damit wird es natürlich auch für den Einzelnen billiger und machen wir da eine ordentliche Party. Denn unsere Frauenkampfmannschaft, die ist am Weg in die höchste Spielstufe, die es im Frauenfußball in Österreich gibt, nämlich in die Bundesliga. Und das sollte uns wert genug sein, auch wirklich einen guten und starken Support zu geben für unsere Frauenkampfmannschaft. Am 1. Mai gibt es ein Doppelpack auf der Hohen Warte. Zuerst um 14 Uhr spielt unsere Kampfmannschaft gegen Donaufeld, das heißt, da schon ein Pflichttermin. Und um 18.30 Uhr, da spielt unsere Frauenkampfmannschaft gegen Sportclub. Das heißt, da ist auch ein kleines Wiener Derby perfekt. Nicht nur Tag der Arbeit, sondern auch blau-gelber Fußballtag auf der Hohen Warte. Das heißt, lasst uns das zelebrieren, lasst uns eine große Party feiern. Unterstützen wir die Kampfmannschaft der Männer, die Kampfmannschaft der Frauen an ja, dem schönsten Ort in Wien, wo man Fußball genießen kann, nämlich auf der Hohen Warte. Neben den tollen Matches gibt es auch noch andere wichtige Termine für uns Vienna-Fans. Da möchte ich euch gerne den 20.06., den 20. Juni sehr ans Herz legen. Und zwar gibt es eine Fanfahrt nach Mauthausen mit einer Führung durch das ehemalige KZ, Schwerpunkt Fußball, wird organisiert von den Vienna Supporters. Man kann sich eben dort anmelden. Bitte meldet euch sehr zahlreich an. Ich glaube, es ist für jeden Österreicher wichtig und auch für jeden Fußballfan wichtig, sich mit der
ja auch schwarzen und dunklen Vergangenheit im österreichischen Fußball, in der österreichischen Geschichte auseinanderzusetzen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Termin. Ich werde auf jeden Fall diese Fahrt mit meiner Kamera begleiten und eine Reportage drüber machen, denn das sollte auch für andere Fußballfans zu sehen sein, dass sich die Vienna-Fans mit ihrer Geschichte auseinandersetzen. Ein weiterer sehr wichtiger Termin ist die Verlegung eines Stolpersteins, und zwar auch auf der Hohen Warte vor dem ehemaligen jüdischen Blindeninstitut, heute eine Polizeiinspektion auf der Hohen Warte, anlässlich des Gedenkens an Fritz Grünbaum. Wird ja auch jetzt unterhalb der Hohen Warte, unterhalb des Stadions, der Fritz-Grünbaum-Park benannt bzw. auch eröffnet. Das heißt, das ist dann ein offizieller Name dieser Grünanlage unterhalb der Hohen Warte. Und auch da werde ich auf jeden Fall mit der Kamera dabei sein. Und es wäre auch sehr, sehr gut, wenn hier viele Vienna-Fans da sind und sich auch hier dieser Geschichte erinnern, dass es nie wieder zu so einer Situation kommt, dass Menschen nur wegen ihrer Religion oder aber auch aus rassistischen Gründen von Fußball sozusagen ausgeschlossen werden, weil ich glaube, dafür sollte der First Vienna Football Club stehen, dafür sollten die Fans auch mit beitragen, dass es hier zu einer offenen Gesellschaft kommt, zu einem guten Kontakt zu anderen Menschen, anderen Ideen, anderen Ideologien, aber auch anderen Hautfarben, ganz egal, wo die Menschen herkommen. Wir sind alle Fußballfans, wir sind alle Fußballfans des First Vienna Football Club. Es wäre schön, wenn diese Familie immer, immer größer werden würde, damit auch noch viele, viele andere Menschen sich an dieser Fußballenergie und an dieser Freude, die der First Vienna Football Club hat, erfreuen sozusagen. Und das wäre zum Beispiel ein wichtiger Anstoß, auch hier mit der Geschichte der Vienna, die natürlich riesengroß ist. 125,5 Jahre, da ist sehr, sehr viel passiert. Leider Gottes nicht nur Gutes passiert, aber auch dazu sollten wir stehen, auch wenn wir persönlich nicht betroffen sind oder vielleicht auch nicht persönlich dafür verantwortlich sind, so sollten wir die Idee und den Gedanken daran weiterführen und die Erinnerung aufrechterhalten. Und da wäre es vielleicht auch eine Anregung auch an den Fanbeirat, hier eine Gedenkstätte auf der Hohen Warte für alle zugänglich, das heißt nicht nur im VIP-Bereich, sondern vielleicht unten in Katakomben, in den Durchgängen etc., hier auch diesen Leuten mehr zu gedenken, neben dem Gedenkstein, den, glaube ich, die wenigsten kennen, der gut versteckt ist unter vielen Bäumen, aber dass man hier auch wirklich den Leuten einen Zugang gibt und sagt, wir sind eine offene Gesellschaft, wir willkommen jeden, aber wie gesagt, wir haben auch bestimmte Ansichten, was Rassismus betrifft, natürlich auch was Extremismus betrifft, wurscht ob er links oder rechts, das sollte alles liberal sein. Und das ist, glaube ich, der schönste Abschlusssatz, den ich hier setzen kann, nämlich: Meine lieben Vienna-Fans, bitte bleibt liberal, jedem gegenüber, auch wenn die Ansichten vielleicht nicht eure Ansichten sind, aber sofort hochzugehen und hier versuchen, seine eigenen Ansichten durchzuboxen teilweise, das finde ich nicht gut. Wir sollten uns nicht in zwei Lager, die einen mehr in diese Richtung und die anderen in die, warum, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wir sind alle Vienna-Fans, ich muss nicht mit jedem können, ich muss nicht jede Ansicht verstehen, aber wir sind Fans eines Vereins und wir gehen eine Richtung und die sollten wir gemeinsam gehen, denn nur gemeinsam sind wir stark. Und auch wenn man sich jetzt vielleicht nicht lieben muss, ja, aber man sollte sich zumindest respektieren, und das finde ich ist ein wichtiges Wort, Respekt. Bitte, meine Lieben, respektieren wir uns gegenseitig, versuchen zu verstehen, warum ein Mensch so ist und der andere Mensch eben anders ist und nicht gleich das will oder versteht oder andere Ansichten hat, ja, dann ist es auch in Ordnung. Solange niemand den anderen beeinträchtigt oder einschränkt, finde ich, ist es in Ordnung, dass man unterschiedlicher Meinungen ist, unterschiedlicher Ansichten ist, unterschiedlicher Neigungen ist. Also wir sind gegen Homophobie, wir sind gegen Rassismus und das sollten wir auch wirklich leben, nämlich auch untereinander. Das sollte man nie vergessen, weil ich immer wieder sehe, dass die Leute dann sagen, ja, mit dem kann ich nicht und der ist ein Arschloch und so weiter. Und das, ja, ich finde, das schwächt uns nur und bringt niemanden etwas. Und die Fans sollten zusammenhalten, ja, ob gut oder schlecht. Wir sollten reden, kommunizieren, zuhören, das ist eben sehr, sehr wichtig, und respektieren. Diese drei Dinge helfen uns sicherlich auch unter schwierigen Bedingungen gut miteinander auszukommen. Und das ist mein Anliegen und das möchte ich euch gerne weiterbringen.
Liebe Vienna-Fans, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, Glocke drücken, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Bitte teilt die Videos, damit auch viele, viele andere Vienna- bzw. Fußballfans diese Videos sehen und natürlich den Kanal hier finden bzw. auch auf Facebook, Instagram und Twitter vorbeischauen. Natürlich auch beim Austria Soccer Board schreibe ich immer wieder hinein, also auch da könnt ihr mich finden. Ich hoffe auf eine tolle Saison, ich hoffe auf spannende Matches, dass alle verletzungsfrei durchkommen, dass wir gemeinsam den Aufstieg genießen und natürlich auch andere tolle Events, die noch auf uns zukommen werden. Also, wir sehen uns und come on Vienna!